wird man nicht zufrieden sein. Gestern auf jeden Fall war ja der Besuch außerordentlich gut. Erinnert man sich an das vergangene Jahr. Gestern vielleicht 5000 Besucher, die teilweise recht gutes Tennis sahen. Hier im Moment gerade die Aufschlagwahl. Schiedsrichter Jordan Bruckner, das ist Ivan Lendl, der Weltranglistenerste, der ja auch im vergangenen Jahr bei den Stuttgart Classics spielte. Damals nicht in Bestform, aber das hatte natürlich seinen Grund. Erst wenige Wochen zuvor wurde Ivan Lendl an der Schulter operiert. Sie erinnern sich noch daran nach den US Open im vergangenen Jahr. Und damals begann der Weg von Ivan Lendl zurück an die Weltspitze, zurück auf Platz 1 der Weltrangliste. Ein Blick auf einige Daten von Ivan Lendl. Sie hören es auch vom Stadionsprecher. 29 Jahre alt. In seiner Erfolgsbilanz fehlt ihm allerdings noch ein Sieg in Wimbledon und auch bei den Stuttgart Classics. Herr Lendl hat heute indes in der Schleierhalle hart trainiert, den Boden gelobt. Wer ihn kennt, weiß, dass er auch die Stuttgart Classics gewinnen will. In seiner Karriere wurde er insgesamt 81 Einzeltitel. In dieser Saison verließ er 38 Mal die verschiedensten Tennisplätze auf der Welt als Sieger. Ivan Lendl aus der GSSR ATP Weltrangliste Platz 1. Er hat nicht nur 38 Mal erfolgreich den Platz verlassen, sondern er hat insgesamt auch 8 Titel in diesem Jahr gewonnen. Ivan Lendl, da kommen wir später darauf zu sprechen. Das ist sein Gegner heute, Henri Lecomte. Hören Sie zu, was der Hallensprecher Ihnen mitzuteilen hat. Nach einer ansprechenden Leistung gegen Karl-Uwe Steen mit 4:6, 6:4 und 1:6. Vor 3 Jahren stand der mit seiner Familie in Genf lebende Franzose noch auf dem 5. Platz der Weltrangliste. Einige Verletzungen warfen den Linkshänder indes weit zurück. Inzwischen ist der immer zu einem Spaß aufgelegte Monsieur Lecomte wieder auf dem Weg nach oben. In Stuttgart ist der Lecomte kein Unbekannter, denn im Jahre 1984 durfte er sich beim Turnier auf dem Weißen Hof als Sieger feiern lassen. Henri Lecomte aus Frankreich, ATP Weltmeister Platz 43. Henri Lecomte. Rang 43 der Weltrangliste. Er musste sich in diesem Frühjahr einer zweiten Rückenoperation unterziehen. Hat erst einige Matches wieder bestritten, darunter in der vergangenen Woche beim Grand Prix Turnier auf einem Sandplatz in Bordeaux. Da kam er immerhin bis ins Semifinale und verlor eben gegen Ivan Lendl. Gestern konnte Lecomte, das kann man auch so sagen, nicht unbedingt überzeugen. Und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen kam er doch sehr spät, 5 Minuten vor Spielbeginn, hat er die Halle betreten. Reist mit einem Privatflugzeug an. Hier noch einmal der Schiedsrichter, Jordan Bruckner, ein Mann, der vom Pro Council bestimmt worden ist, auch bei Grand Prix Turnieren zu Schiedsrichtern. Das ist wichtig, dass man der regelsichere Unparteiische auf dem Schiedsrichterstuhl weiß. Und hier ein Blick auf die Zuschauerringe. Noch enttäuschend leer, wenn man weiß, dass da unten im Moment der Weltranglistenerste gleich sein erstes Match bei den diesjährigen Stuttgart Classics bestreiten wird. Aber wie gesagt, da gab es doch einige Fehler. Denn auf den Eintrittskarten, wir haben uns davon überzeugen können, bei einigen Zuschauern steht als Spielbeginn 16 Uhr. Aber jeder weiß es, dass an jedem Tag hier, zumindest bis Freitag, um 15 Uhr begonnen wird. Ja, Henri Lecomte, sagte schon, verlor gestern gegen Karl-Uwe Steeb. Er hat seit einem Jahr nicht mehr auf diesem Belag gespielt. Dafür war das an sich gar nicht so schlecht, aber mit einigen Mätzchen irritierte er doch seinen Gegner aus Württemberg, den deutschen Davis Cup Spieler. Der war hinter er doch ziemlich sauer sogar und meinte, das, was der Lecomte zeigte, ist nicht unbedingt professionell. Ganz im Gegensatz natürlich zu Ivan Lendl, den wir hier sehen. Das ist ein Spieler, das kann man Ihnen garantieren.
Egal wo und wann Ivan Lendl auf dem Platz steht, er versucht stets sein Allerbestes zu geben. Der absolute Perfektionist unter den Tennisprofis. Der Mann, der am härtesten arbeiten kann und dessen größter Wunsch in seiner Karriere es ist, einmal Wimbledon zu gewinnen. Möchte vielleicht im kommenden Jahr sogar darauf verzichten, bei den internationalen französischen Meisterschaften auf Sand zu spielen. Dann hätte er eine längere Vorbereitungszeit für Wimbledon. Hier noch einmal ein kurzer Check der Bälle. Und da ist Ivan Lendl der Meinung, da hat er natürlich sofort auch den richtigen Ball erwischt, dass nicht alle Bälle gleich waren. Wahrscheinlich ist dann noch ein Ball vom Training hineingerutscht. Ivan Lendl hat ja, auch das ist vorbildlich für seine Einstellung, erst vor 20 Minuten diesen Platz verlassen. Da trainierte er zusammen mit Thomas Muster, ebenfalls Linkshänder. Das zeigt schon, dass er sich hier gleich auf das Spiel von Henri Leconte richtig einstellen will. Henri Leconte, man sieht das auch in diesem direkten Vergleich bei unserer Einstellung, scheint doch ein, zwei Kilo Übergewicht zu haben. Da schmunzeln meine Kollegen, die hier rumsitzen. Die wollen wir andeuten, das könnten noch zwei, drei Kilo mehr sein, aber wollen wir mal zurückhalten. Aber wie gesagt, wir haben das gestern schon erlebt. Leconte kann brillant spielen. Gefährlich, vor allen Dingen seine ersten Aufschläge, falls sie kommen. Da hat er eine ganz kurze Außenbewegung, geht kaum ins Kreuz. Wirft den Ball flach nach vorne. Trifft den Ball dabei optimal, kann sehr gut beschleunigen. Und diese Aufschlagbewegung erinnert so ein bisschen an Roscoe Tanner, den amerikanischen Linkshänder. Der galt ja einst als härtester Aufschläger überhaupt auf dem Tennis-Circuit. Ivan Lendl, wie gesagt, in diesem Jahr auch außerordentlich erfolgreich, obwohl er, und das muss man immer in Anführungszeichen sehen, bei diesem Ausnahmeathleten halt in Wimbledon nicht erfolgreich war und nicht bei den US Open und auch nicht in Paris. Aber immerhin siegte er in diesem Jahr zum Auftaktturnier der Grand Slam-Serie in Australien sehr souverän. 0-0, erster Satz. Schiedsrichter sagt Time. Das ist das Zeichen, dass das Match beginnen kann. Aufschlag hat Ivan Lendl. Der jetzt aufpassen muss in den nächsten Wochen und Monaten, dass er nicht von Boris Becker vom Thron des Weltranglisten Ersten gestoßen wird. Boris Becker, der ja sehr nah an Ivan Lendl herangerückt ist, auf der Computer-Weltrangliste. Da geht es in den nächsten Wochen darum, Punkte zu verteidigen für Ivan Lendl. Jeder weiß auch, dass Boris Becker wieder eine anstrengende Turnierserie vor sich hat mit Sydney, mit Tokio und Paris. Jetzt allerdings ist es soweit. 0-0, erster Satz, Aufschlag Ivan Lendl. Bitte nehmt den Platz. Vorlauf.
14:15, Modi Kling. Ein guter und sicherer Auftakt von Ivan Lendl in diesem ersten Spiel des ersten Satzes. Ganz konsequent geht er da gleich zur Sache. Es ist ja überhaupt erstaunlich, wie es die Tennisprofis heute schaffen, sich von einem Belag auf den anderen umzustellen. Früher gab es ja diese Zeiten, dass man sagte, im Sommer spiele ich draußen auf Sandplätzen, im Winter geht es hinein in die Halle. Das alles gehört der Vergangenheit an. Sie wissen, dass überall auf allen Turnieren wird auf unterschiedlichen Belägen gespielt. Ich kann nur einmal daran erinnern, dass Ivan Lendl in der vergangenen Woche genauso wie Henri Lecomte auf einem Sandplatzturnier spielte in Bordeaux. Lendl siegte da im Finale sehr souverän gegen den Spanier Emilio Sanchez 6:2, 6:2. Wenn man sich jetzt hier das erste Spiel angeschaut hat und vor allen Dingen Ivan Lendl vorhin auch im Training beobachten konnte, da muss man sagen, Anpassungsschwierigkeiten hat Ivan Lendl zumindest überhaupt nicht mehr. 1:0 für den Tschechoslowaken im ersten Satz. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Leider will es Ivan Lendl dem Schiedsrichter und dem Linienrichter zeigen, dass dieser erste Aufschlag zu lang gewesen sei. Mal sehen, ob wir das aus dieser Perspektive erkennen können. Ich glaube tatsächlich, der Ball war zu lang. Die Spieler haben ja dafür sowieso das optimale Auge für. Die spüren das förmlich, ob der Ball noch drin gewesen ist oder nicht. Das ist wohl Modula. Das sind 15, Modi Kling. Erstes. Wenn der erste Aufschlag von Lecomte kommt, dann ist es im Moment noch schwierig, auch für Ivan Lendl zu retournieren. 1:2 im ersten Satz.
15-0. Christina. First Service. Spielen. Nennt für 2020. Erneut ein sicher gewonnenes Aufschlagspiel von Lendl, das den Aufschlag ja mittlerweile schon seit ein, zwei Jahren auch zu den besten in der Welt gehört. Da hat er da sehr häufig zusammen mit seinem Coach Tony Roach dran gearbeitet, hat mittlerweile einen optimal verlaufenden Bewegungsablauf, wirft den Ball relativ hoch, aber trifft den Ball immer zum optimalen Punkt, direkt vor dem Körper, kann dann noch über den Ball gehen. Dadurch kommt auch häufig das Zuschnappen des Handgelenks, wichtig für die Beschleunigung. Und hat immerhin jetzt schon drei Asse geschlagen, Ivan Lendl, in den ersten zwei Aufschlagspielen. Und nun schreitet dieser Mann zu seinem nächsten Aufschlagspiel, Henri Leconte, derzeit die Nummer 43 auf der Weltrangliste. Bitte nehmen Sie Platz. Samantha Lendl. Und nach diesem ersten Doppelfehler von Leconte, zwei Breakbälle für Lendl.
Spielende. Das ist das erste Break für den Weltranglisten Ersten gegen einen Henri Leconte, der von der Grundlinie aus genauso wie gestern seine Schwierigkeiten hat. Ivan Nendl nutzt das konsequent aus. Damit 3:1. Spielstand sehen Sie jetzt noch eingeblendet. Und erstmals die Möglichkeit für Henri Leconte, den Aufschlag von Nendl zu durchbrechen. Breakball. Hat ein bisschen Glück gehabt, denn dieser letzte Ball von Nendl tropfte von der Netzkante ins Aus. Doppelfehler von Ivan Nendl. Kleine Konzentrationsschwäche. Damit 3:2 Führung für Ivan Nendl. Das hatte Henri Leconte ganz geschickt gemacht. Ist zweimal nach vorne gegangen in diesem Spiel. Mit seiner unterschnittenen Rückhand. Und auf diesem Belag, der relativ weich ist. Liegt sicherlich auch an einem Untergrund, ein federnder Untergrund, auf dem hier auch schon mal Volleyball gespielt wird in der Schleierhalle. Bleiben diese unterschnittenen Bälle natürlich flach unten liegen. Da hatte gestern auch Carlo Gestep seine Probleme mit seinen doppelhändig geschlagenen Rückhandpassierbällen. Und auch Ivan Nendl hat doch ein, zwei Mal den Rückhandpassierball ins Ausgesetzt. Sie haben eben einen fleißigen Balljungen gesehen, der mit einem Besen an der Grundlinie herumwirbelte. Der wischte damit die Sägespäne weg von Ivan Nendl, die der Tschechoslowake immer benötigt bei seinen Aufschlägen. Das können wir sicherlich nachher noch einmal sehen. Bitte Ruhe. Okay. Oh.
15 beide auf Tenor. Eine Freischwimmer-Aktion hier von Henri Lecomte. Da blieb er ein bisschen hängen am Boden. Allerdings hätte er auch Schwierigkeiten gehabt, an diesen gefühlvollen Passierball von Lendl heranzukommen. Lecomte versucht immer so ein bisschen für die Galerie zu spielen. Dem einen gefällt es, dem anderen weniger. Wieder Glück für Lecomte, denn auch diese Vorhand sprang von der Netzkante ab. Vielleicht sehen wir das hier noch einmal. Da kommt Ivar Lendl nach vorne, unterschnitten, flach gespielt und dann mit viel Spin nach oben gerissen. War schwer zu erkennen, aber der hat tatsächlich die Netzkante noch berührt. Damit drei beide im ersten Satz. Spielende. Nenne 4-3.
Nendels for three. 4:3 Führung für Ivan Nendel, der jetzt wieder ein bisschen länger war mit seinen Grundlinienschlägen. Und hier sehen wir den fleißigen Balljungen, der beim Seitenwechsel immer die Grundlinie säubern muss von den Sägespänen von Ivan Nendel, der die regelmäßig benutzt für seine Auflege speziell, damit er einen besseren Halt hat. Da werden zum Beispiel im Madison Square Garden regelmäßig zwei Leute abgestellt für jede Begegnung von Ivan Nendel. Denn diese Sägespäne auf diesem Untergrund speziell, die sind relativ gefährlich für die Gegenspieler. Da rutscht man doch sehr stark aus. Henri Leconte hier. Und das war die Situation, wo er ausrutschte, als er Ivan Nendel auf der Rückhandseite angriff. Die Freischwimmeraktion ebenfalls von Henri Leconte. Der, wie gesagt, der ist 2 Wochen wieder spielt, nach seiner zweiten Rückenoperation innerhalb von 3 Jahren. Leconte stand ja einmal 1986 auf Rang 5 der Weltrangliste. Ein Spieler mit einem hervorragenden Repertoire. Ah. 15:0, gehen ab. Aber da war es schön zu sehen, dass dieser Angriffsball zu kurz kam von Henri Leconte, viel zu sehr eingewickelt. Da springt der Ball hoch weg. Da hat Ivan Nendel alle Zeit, sich die Seite auszusuchen. Kann er richtig schön unter den Ball gehen. 15 Ball. Das ist 15. 30-15. Das beste Grundlinienduell bislang in diesem Match. Sehr trocken gespielt, da die Grundschläge von Henri Leconte. Lässt sich nicht zurückfallen. Und diese Vorhand von Nendel war seitlich im Aus. Damit 4 Beide im ersten Satz. Wieder eine gute Rückhand von Leconte, den hat da Ivan Nendel ein bisschen unterschätzt. Er dachte wohl, dass dieser Ball ins Ausgehen würde. Zieht er seinen Schläger weg. 0:30, erstmals eine etwas brenzlige Situation für den aufschlagenden Nendel.
Oh ja, sehr gut gespielt. Lendl hat wohl den Franzosen ein wenig unterschätzt nach seinem frühen Break. Noch einmal diese Aktion. Steht Lecon auf der richtigen Seite, lässt den Ball nur abprallen. Drei Breakbälle. Noch einmal diesen Spielball. Relativ lang gespielt, dieser Angriffsball von Lecon, von Lendl, aber Lecon geht da sehr schön in die Knie bei diesem Breakball, bei seinem Rückhandpassierball. Dieser Ball kam ganz knapp über das Netz, war schwierig für Ivan Lendl zu nehmen und damit führt zum ersten Mal in dieser Partie Henri Lecon, der zum zweiten Mal das Aufschlagspiel von Ivan Lendl gewinnen kann, nachdem Ivan Lendl ja bereits mit 3:1 im ersten Satz führte. Ich glaube schon, dass Ivan Lendl Henri Lecon ein wenig unterschätzt hat in den letzten Minuten. Hat nicht damit gerechnet, dass Lecon doch schon wieder so gut spielen würde. Und sowas ist natürlich immer schwierig zu korrigieren auf einem heilen Boden. Die Belage ist hier doch relativ schnell. Und Lecon hat jetzt sogar die Möglichkeit, mit 9 Bällen diesen ersten Satz zu gewinnen. Sie haben den Schiedsrichter gehört. Ivan Lendl hat das zuvor zum Schaltern Bogner gesagt, dem Schiedsrichter. Er fühlt sich doch von einigen Blitzlichtern irritiert. Also gut gespielt von Lecon, aber zuvor doch sehr nachlässig agiert er von Ivan Lendl am Netz. Auch diesen Ball sehen wir noch einmal. Da war die gesamte Seite frei. Zwar flach gespielt von Lecon, aber schauen Sie sich diesen hohen Stoppballversuch von Ivan Lendl an. Damit 30:0 für Lecon. Ass. Das vierte. Und damit 3 Satzbälle für Henri Lecomte. Spiel und letzter Satz Lecomte 6:4. Tja, das ist in der Tat eine Überraschung. Dieser Auftritt von Henri Lecomte.
der nach einem 1:3 Rückstand diesen ersten Durchgang mit 6:4 gewinnt. Gute Steigerung des Franzosen. Mal sehen, ob sich jetzt Ivan Lendl wieder fangen kann. 0 beide, zweiter Satz. Lendl schlägt auf. Der aktuelle Spielstand ist eingeblendet. 1:0 jetzt im zweiten Satz für Ivan Lendl. Und jetzt kommen doch noch einige Zuschauer. Die werden überrascht sein, dass das Spiel schon begonnen hat. Denn auf ihren Eintrittskarten steht, und da haben wir uns vergewissern können, steht Beginn 16 Uhr. Hier einmal eine Studie mit unserer Kamera, die unter dem Dach angebracht ist, von Henri Lecomte. Spielt ohne große Schnörkel, kann Rückhand, Offensiv und Unterschnitten spielen. Vorhand geht er immer über den Ball, war ein bisschen Notschlag, bewegt sich nicht ganz so locker. Hat bei seinen Grundschlägen kaum Schwächen. Immer die Augen auf den Ball gerichtet und hier geht es sehr schön in den Ball hinein. Das war ein Angriffsball. Und der erste Aufschlag von Lecomte kommt doch relativ konstant. Ein guter Reflex von Lecomte, denn Ivan Lendl zog voll durch. Hatte natürlich auch Zeit, sich hinzustellen.
Dann bringt Leconte den Schläger noch nach vorne zum 40:0. Aus. Damit eins beide. Zweiter Satz. Die Frage wird sein, ob Ivan Lendl ein bisschen Ruhe in sein Spiel hineinbekommt und auf der anderen Seite, ob Henri Leconte dieses Tempo durchhalten kann nach seiner langen verletzungsbedingten Pause. Meine Damen und Herren, ich muss noch mal bitten, mit Rest der Spieler kein Blitzlicht zu benutzen. Danke. Ja, Applaus der jetzt vielleicht 3.500 Besucher. Zu Recht für Henri Leconte, der erneut das Aufschlagspiel von Ivan Lendl gewinnen kann. Wir schauen uns einmal diese letzte Situation noch einmal an. Ivan Lendl nicht konsequent genug mit seinem Flugball. Hier sehen wir das, hat er die gesamte Vorhandseite von Leconte offen. Und dann dieser Ball von Leconte. Und den kann an sich Lendl natürlich noch spielen. Der hätte hinterherlaufen können. Vielleicht hat er sich auch verschätzt. Das mag vielleicht noch zu verstehen sein. Damit 2:1 Führung für Leconte. Und wir sehen uns diesen Ball noch einmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt kommt der Angriffsball von Lendl mit seinem Vorhandschuss. Die gesamte Vorhandecke frei von Leconte. Bitte nehmen Sie schnell Platz, danke. Und aufgepasst, den Ball kann an sich Lendl noch erreichen. Die einzige Möglichkeit war vielleicht, dass er den Ball von der Länge her unterschätzt hat. Erstaunlich auf jeden Fall. Die unnötigen Grundlinienfehler von Lendl und auch das nicht konsequente Ausnutzen seiner Chancen am Netz. Aber immerhin Respekt vor der guten Leistung von Henri Leconte. Rot!
15:30, Griechenland. Da versuchte Lendl eben sogar mit zwei Händen diesen ersten Aufschlag von Leconte zu retournieren. Hat man selten gesehen bei dem Tschechoslowaken. Spielball für Leconte. Er ist zu kurz, jawohl. Ich glaube schon, dieser Ball war zu lang. Scholtern Bogner gibt den Ball auch gut als Schiedsrichter. Das sehen wir uns dann noch einmal an. Oh ja, der Ball war zu lang. Also ich glaube schon, dass Ivan Lendl da recht mit seiner Reklamation hat. Er spricht jetzt auch mit dem Schiedsrichter, Scholtern Bogner. Muss letztendlich die Entscheidung akzeptieren. Damit 3:1 für den Franzosen. Please, 3-2.
Also so hundertprozentig gut spielt der Ivan Lendl mit Sicherheit nicht. Das kann man schon zu diesem Zeitpunkt sagen. Gespielt jetzt 47 Minuten. Aber die Frage lautet auch, wird Henri Leconte dieses Tempo durchstehen können? Ich sagte es vorhin schon, er hat ja monatelang nicht mehr gespielt, wurde am Rücken operiert. Und er muss natürlich an der Grundlinie eine ganze Menge laufen, der 26-jährige Leconte. Und jetzt könnte schon mal irgendwann zum Wahrsager kommen, ob Ivan Lendl einen Break schafft beim Aufschlag von Henri Leconte. Franzose führt im zweiten Satz mit Break 3-2. Guter Return von Lendl, aber gut reagiert da von Leconte. Sehen wir uns noch einmal an mit einem Halbflugball. Bisschen Glück natürlich dabei. Und 4-2 für Leconte.
15. Da blieb der Lendl mitten im Feld stehen. Sogenannten Totenwinkel, ging gar nicht erst nach vorne. Zweimal. 14-15. Von Leconte, der Ball tippte also zweimal, bevor er in das Netz spielte. Klare Entscheidung des Schiedsrichters. Damit 40-15. Fünfter ist von Ivan Lendl, der sich jetzt allerdings was einfallen lassen muss bei diesem nächsten Aufschlagspiel von Leconte. Erstmal versuchen, den Ball ein bisschen im Spiel zu halten. Dann aber Dajo um den linken Knöchel, aber das haben viele Spieler prophylaktisch. Ich denke daran, dass zum Beispiel Boris Becker sich die Fußgelenke taped vor jeder Begegnung. Sie erinnern sich, der ist ja einmal 1984 in Wimbledon gestürzt, auf dem Center Court Nummer 2. Musste dann operiert werden, erlitt einen Bänderriss. Und viele Spieler machen das rein prophylaktisch, dass sie hier erst gar nicht in Gefahr laufen, umzuknicken. Ja, wie gesagt, Lendl muss sich was einfallen lassen, muss versuchen, Leconte hinten zu halten und seinerseits, wenn sich die Möglichkeit gibt, einmal nach vorne zu kommen, Leconte mit seiner Vorhand zu drücken. Denn viel Zeit bleibt nun Ivan Lendl mit Sicherheit nicht. Vielleicht die vorletzte Möglichkeit überhaupt, das Aufschlagspiel von Leconte zu durchbrechen. Gut. Dabei war aus. Ganz knappe Entscheidung. Bisschen Glück hier für Ivan Lendl.
immer noch 30-15 für den aufschlagenden Leconte. Ja, was sind das für Fehler von 17. Ivan Lendl? Die kennt man von ihm sonst überhaupt nicht. Direkte Return-Fehler. Bewegt er sich auch schlecht an der Grundlinie. Spielt fast in der Rückenlage. Also guter Einsatz von Henri Leconte, der bemüht sich hier. Allerdings hätte natürlich Ivan Lendl den Punkt schon 3 Ballwechsel früher gewinnen müssen. Eben jetzt Nummer 1. Nummer 2. Und dann endlich ist es soweit. Spielball noch für Leconte. Und Breakball für Lendl. War ein bisschen riskant natürlich, was da Leconte gemacht hat. Zum ersten Mal in dieser Begegnung kommt er mit seinem zweiten Aufschlag auf die Vorhand gespielt von Lendl nach vorne. Netz, erster Aufschlag. Gleich gemerkt von der Netzrichterin, der jungen Dame. Wir beide. Wir beide. Das könnte die Wende in dieser Begegnung sein. Leconte hatte alle Möglichkeiten, führte 4-3, 40-15 mit eigenem Aufschlag. Und nun das Break zum ersten Mal in diesem zweiten Satz von Ivan Lendl. Ivan Lendl ist nicht zufrieden, bleibt stehen. Er glaubte, dass der Passierball von Leconte im Aus gewesen sei. Noch einmal. Oh, das können wir leider nicht erkennen. Schade. Wir sitzen ja fast hinter der Grundlinie, auf die es ankam. Wir glaubten auch, dass der Ball knapp im Aus gewesen sei. Und 0,30. Ivan Lendl ist jetzt so richtig ein bisschen sauer.
muss ich jetzt doch ein bisschen beherrschen, um nicht mit dem Schiedsrichter Bogner in eine Diskussion zu geraten. Da fängt's an. Da sagt er gerade zum Schiedsrichter, Sie rufen aus, bevor der Ball den Boden überhaupt berührt hat. Der dritte Rückhandfehler in Reihenfolge von Henri Lecomte. Breakball für Lecomte. Das ist so schlecht, meinte der Lendl. Und da spricht Ivan Lendl mit dem Turnierdirektor Bill Dennis, dem Herrn mit dem roten Pullover, den wir da hinten sehen, der hier von Ion Tiriak verpflichtet worden ist. Um was es da in dieser Situation ging, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall führt Ivan Lendl jetzt mit 5:4 im zweiten Satz. Hat einige kritische Punkte überstehen müssen. Ich denke daran, dass Henri Lecomte schon 4:3 und 40:15 bei eigenem Aufschlag führte im zweiten Satz und jetzt eben bei dem letzten Aufschlagspiel von Ivan Lendl. Da musste er auch einen Breakball abwehren. Hier einmal eine Studio von Ivan Lendl. Trifft die Bälle immer sehr gut vor dem Körper. Immer gut zu sehen, auch die Sidesteps zwischen den Ballwechseln.
Und da braucht er nicht mehr einzugreifen nach diesem Rückhand-Angriffsball. Bitte nehmen Sie Platz, danke. First Service. Platz 15, 40-15. Der erste gute Return von Ivan Lendl nach langer Zeit. Da hätte nur sein Schläger hin, blockt sehr schön ab. Cross gespielt, keine Möglichkeit dafür Lecomte. Der war auch ein bisschen überrascht. Damit Einstand nach einer erneuten 40-15 Führung des Franzosen. Fort. Jedes Mal, wenn Lecomte nach vorne kommt oder seine ersten Aufschläge kommen, dann gewinnt er die Punkte. Und Ivan Lendl hat noch nicht seinen Rhythmus für seine ansonsten gefürchteten Passierbälle gefunden. 5 Beine.
19:0. Vierter. Lende führt 6:5. Lendlitz 6:5. Sechs zu fünf Führung für Ivan Lendl und diesen Herrn hier, den kennen Sie sicherlich von vielen Wimbledon-Übertragungen. Das ist der Schiedsrichter in Wimbledon und hier Oberschiedsrichter George Crime. Lendl serviert jetzt immer häufiger auf die Rückhand von Henri Leconte, der da mit diesem Return Schwierigkeiten hat. Muss jetzt aufschlagen, Leconte, bei einem Spielstand von 5:6. Und ich wage mal den Tipp, wenn er diesen zweiten Satz nicht gewinnt, dann wird das allein aus konditionellen Gründen sehr schwer haben. Damit kommt es erstmals bei den diesjährigen Stuttgart Classics zu einem Tiebreak.
Bitte Ruhe, danke. Ersten Aufschlag hat Ivan Lendl. Fort! Konsequent hat Lendl die Rückhand von Lecomte angespielt. Einmal, zweimal und zum dritten Mal. Zwei Aufschläge nun für Lecomte. Die Seite ist gerissen von Henri Lecomte. Das gleiche Spiel erlebten wir gestern einmal in der Begegnung gegen Carlo Vestep. Ebenfalls bei eigenem Aufschlag. Das bedeutet, Henri Lecomte hat jetzt nur noch den zweiten Aufschlag im Tiebreak. Beim Spielstand von 1 beide in diesem Tiebreak. Da kann schon mal ein Doppelfehler drin sein. Wir wollen ja allerdings nichts beschreien. Mit der Rückhand haben sie beide Schwierigkeiten bei den Passierbällen. Fängt er an zu schimpfen, Ivan Lendl. Lecomte kommt regelmäßig mit seiner unterschnittenen Rückhand ans Netz. Der Ball bleibt sehr flach liegen, ich habe das vorhin schon einmal erwähnt. Da hatte gestern auch Carlo Vestep seine Schwierigkeiten mit. Damit 3:2 für Henri Lecomte, der jetzt auch zweimal die Möglichkeit hat, mit einem Aufschlag weiter zu punkten. Gut serviert, 4:2 und Seitenwechsel. Meine Damen und Herren, bitte kein Blitzlicht. Vielen Dank. Ja, und da kommt der Henri Lecomte wieder mit seinem Aufschlag nach vorne, aber nachdem er die Vorhand von Lendl angespielt hat.
4-3 für Leconte. Wir beide. Morgen. Vier beide. Ah, das ist gut gespielt. Sehr lang serviert, weit nach außen. Und dann schön nach vorne gekommen von Ivan Lendl. Da ist er durchgelaufen, blieb nicht stehen. Auf der sogenannten Drehscheibenposition an der T-Linie. Da sehen Sie dieses Durchlaufen. 5-4 für Ivan Lendl. Und Fehler. Wurde der Linienrichter sofort überstimmt? Oh, das ist ein unglaublicher Ball. Ja, da sehen Sie ihn an, den Henri, den 26-Jährigen. Kommt mit seinem zweiten Aufschlag nach vorne. Schauen Sie sich an, was für ein Ball. Sensationell gespielt. Und damit Matchball für Henri Leconte. Gespielt 1 Stunde 24 Minuten. 6-4 hat den ersten Satz gewonnen und nun Matchball im Tiebreak. Gespielt von Henri Leconte, der einfach stehen blieb. Und Ivan Lendl ließ sich davon beeindrucken. Und diesen Ball müssen wir uns natürlich noch einmal. Dieser Angriffsball von Leconte natürlich gar nicht einmal so lang. Und jetzt erst. Schauen Sie mal, was da für Ivan Lendl für Chancen hatte. Aber Leconte blieb einfach stehen, reagierte glänzend am Netz. Und damit ist die erste große Überraschung bei den Stuttgart Classics 1989 in der Stuttgarter Schleierhalle perfekt. Henri Leconte siegt gegen den weltranglisten Ersten mit 6-4 und 7-6. Damit konnte man nun wirklich nicht rechnen, weiß doch auch jeder, dass gerade Ivan Lendl sich bei jedem Match immer hundertprozentig einsetzt. Aber hier hatte man den Eindruck, das muss auch erwähnt werden, dass er nicht immer hundertprozentig konzentriert war. Er hatte ja seine Chancen. Ich denke daran, im ersten Satz, als er 3-1 führte, ganz souverän spielte, klar der bessere Mann war. Und dann wahrscheinlich, wollen wir es mal so ausdrücken, seinen Gegner nicht mehr hundertprozentig ernst nahm. Auf der anderen Seite allerdings Anerkennung an Henri Leconte, der, wie gesagt, monatelang wegen einer Rückenoperation nicht mehr spielen konnte und der erst seit wenigen Wochen wieder Turniere spielt. In der vergangenen Woche kam er in Bordeaux ins Halbfinale und unterlag dort jedoch gegen Ivan Lendl. Noch einmal der Matchball. Da war Leconte an sich schon geschlagen. Die ganze Vorhandecke ist frei. Leconte bleibt stehen, täuscht damit Ivan Lendl. Und glänzend reagiert allerdings von Henri Leconte, der sich über diesen Erfolg wahrlich freuen kann. Eine enttäuschende Niederlage für Ivan Lendl. Das muss so gesagt werden.